Ach ja, hallo meine lieben Überlebenskünstler. Ich muss ja ein kleines Vorwort, eine kleine Warnung aussprechen vor den nächsten 6 oder 7 Folgen. Keine Sorge, wir sind nicht draufgegangen. Ich habe bloß einen technischen Fehler gemacht, der ein bisschen ärgerlich ist, nicht dass ihr euch wundert. Ich habe leider in 720p aufgenommen, statt in den klassischen 1440p. Und ich hoffe, das stört euch nicht. Ich wollte euch nur gewarnt haben. Das war sehr, sehr ärgerlich. Ich habe es vergessen, nach dem Livestream am Sonntagabend umzustellen. Und deswegen haben wir jetzt halt hier ein paar Tage lang Folgen, die nur in 720p sind. Aber keine Sorge, wie immer lese ich auch da alles vor. Ich wünsche euch trotzdem viel Vergnügen. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Viel Vergnügen. Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen zurück in Frostpunk, wo wir so langsam aber sicher die Hoffnung wieder nach oben schrauben, auch wenn es ziemlich schwierig gewesen ist. Wir müssen die Londoner in den Griff bekommen und ich weiß jetzt auch, was das Problem gewesen war. Ihr habt es mir geschrieben, das war mir nicht klar, dass wenn ich die Zelte überbaue, werden die Leute kurzzeitig obdachlos und das ist natürlich Kacke für die. Das muss man wissen. Ich wusste es nicht, jetzt weiß ich's. Also wie gesagt, das ist tatsächlich immer noch meine allererste Runde in dem Spiel hier. Ich habe bisher noch nie so weit gespielt. Also eigentlich sogar also noch nie überhaupt. Also das ist meine erste Runde. So, jetzt wisst ihr es nochmal. Dann es erklärt vielleicht auch, warum ich hier dann diese Fehler mache immer noch, die ihr vielleicht bei anderen Let's Playern nicht mehr seht. Ich will auf jeden Fall hier noch mehr medizinische Sachen haben und ich will die Leute hier definitiv jetzt auch nochmal hier in bessere Häuser bringen. Baracken müssen her. Sonst ist das hier alles ziemlich schlecht für unsere Leute. Ich möchte diese Leute hier, ich möchte das mit der Kälte in den Griff bekommen. Das haben wir beim letzten Mal ja schon angefangen hier, ne? Wir haben jetzt hier das hier zur Arbeitszeit jetzt hier ganz gut abgedeckt. Finde ich eine sehr, sehr wichtige Sache. Hier arbeitet der Automaton. Hier wollte ich, glaube ich, noch was machen. Und das hier wollte ich noch upgraden. Aber ich brauche, glaube ich, ja, ich brauche jetzt wieder mehr Stahl. Und vor dem nächsten Tag werden wir das nicht hinkriegen. Habe ich hier irgendwo irgendwas, was ich anklicken kann? Nee, habe ich nicht. So. Das hier wird schon gebaut. Wie gesagt, ich brauche mehr Krankenhäuser. Und daher die Leute in den Krankenhäusern schneller regenerieren, wollte ich das so gemacht haben. Was forsche ich eigentlich? Ich forsche, glaube ich, gerade eben gar nichts. Kann das sein? Habe ich irgendwas schon ausgewählt? Nee, habe ich, glaube ich, nicht. Aber ich kann jetzt das Haus bauen. Oder Haus forschen. Mir fehlt halt grundsätzlich gerade eben alles, um irgendwas forschen zu können. Mir fehlt Stahl und so weiter. Was ist denn da jetzt schon los? Noch ein Diebstahl. Ey, es hört einfach nicht auf. Captain, die Londoner stehlen wieder. Sie haben 94 Essensrationen aus dem... Ey, ganz im Ernst, wie viel klauen die denn? Die Einwohner sind wütend darüber, dass die Londoner ihre verrückte Idee wichtiger ist, als die Würfe sind. Ja, die Wachen sollen sie fassen. Und den Typen werde ich wieder rausschmeißen, ey. Den werde ich einfach wieder rausschmeißen. Und hoffen, dass wir das dadurch dann in den Griff kriegen. Das Gute ist halt, dass wir genügend Nahrung machen. Ein Einwohner ist gestorben. Das ist nicht so gut. 10 Ingenieure hier ins Krankenhaus. Heizung anmachen im Krankenhaus. Dann ist es hier drin wenigstens einigermaßen warm. Wie gesagt, das Krankenhaus muss halt einigermaßen warm sein. So, was ist da schon wieder los? Im Dienst ermordet. Was? Einer unserer Wachleute wurde erschlagen, als er die Londoner verfolgt hat. Wir haben einen der Diebe gefasst, aber er ist nicht der Mörder. Was sollen wir mit ihm machen? Einsperren geht nicht. Ihn verbannen. Lasst ihn gehen. Er ist nicht der Mörder. Er ist ein Dieb. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich muss ihn verbannen. Was soll denn der Mist, ey? Ich kann ihn doch jetzt nicht einfach gehen lassen. So, er hat gestohlen und uns alle verraten. Aber ich lasse ihn gehen. Weil wir sind ja Humanisten. Ja, sind wir auch. Aber das heißt trotzdem nicht, dass man sowas hier akzeptieren muss. Ich habe keine andere Wahl. That's the problem. So, wie viele Leute sind jetzt hier in diesem Krankenhaus? Eine ganze Menge. Aber dadurch kriege ich die jetzt hier vielleicht hoffentlich in den Griff mit dem Kranksein. Ich muss echt gucken, ob ich hier vielleicht nochmal irgendwie was machen kann mit Gesetzen. Propagandazentren, Gefängnis.
Neues Gebäude, Gefängnis, neue Fähigkeit, Razzia, Gefängnis, um Übeltäter zu fassen. Gefangene werden von den Fehlgeleiteten an sich ablassen. Ja, ich will jetzt ein Gefängnis haben. Da brauche ich 30 Holz und 10 Stahl. Ja, und Stahl ist gerade das große Problem. Stahl fehlt uns vorne und hinten. Und hier habe ich ja das falsche Stahlwerk gebaut. Ich wollte ja eigentlich auch hier ein Stampfstahlwerk. Kriege ich aber gerade eben nicht. Und ich will nicht noch mehr Unzufriedenheit haben. Definitiv nicht. Was ist denn eigentlich das hier da oben? Ach, das ist die Karte. Okay. Ich habe da noch nie drauf geklickt, glaube ich. So, die sind noch am Jagen. Und die müssten jetzt eigentlich hier gleich anfangen, mal zu arbeiten. Die Kohle geht bedrohlich runter in der Nacht. Speer Nummer 2 sind in die Stadt zurückgekehrt mit 34 Kindern. Ja, stimmt, da war ja was. Oh Mann. Aber irgendwann haben wir die Kiddies gerettet. Ich muss mal echt mal ein paar Sachen jetzt hier mal versuchen zu organisieren. Da kann ich noch jemanden zur Dreadnought-Anlegestelle kann ich noch jemanden schicken. Ich schicke die dahin. Hallo? Die schicke ich dahin, dann kann ich die schneller da runter schicken. Was war das hier nochmal? Tesla City? Kann einen Außenposten. Ich weiß jetzt gerade eben nicht mehr, was das für ein Außenposten war. Ah! Was? Da kann ich einen Dampfkran Außenposten. Okay, und hier ist ein Nahrungsaußenposten. Ich muss noch ein paar Außenposten einrichten. Definitiv muss ich da noch ein paar Außenposten einrichten. Ja, ich brauche jetzt hier wieder Arbeitskräfte, die hier arbeiten. Wir brauchen nämlich mehr Kohle. Der Verbrauch ist bedenklich. Der Verbrauch ist absolut bedenklich. Habe ich nicht noch ein weiteres Kohlekraftwerk in Auftrag gegeben? Ja, doch, habe ich doch. Zack, hier. Diese Kohlemine hier. Das müsste doch eigentlich so ein bisschen was in den Griff kriegen. Wie sieht's jetzt aus? Reicht aber nicht. Und ich habe jetzt endlich genügend Stahl. Okay, industrielles Treibhaus bringt mir nichts. Ich muss die Dampfkohlemine bauen, aber die kostet 25 und zwei von den Teilen. Das ist aber echt brutal. Das ist extrem brutal. Ich muss aber mehr Kohle produzieren. Ich muss diese Forschung machen. Sobald es geht. Und jetzt geht es. Dampfkohlemine. Ja. Bringt. Mit einer Dampfkraft kann diese Mine bis zu 600 Kohle pro Tag. Das ist, glaube ich, 200 mehr, oder? Kann es sein, dass es 200 mehr ist? Was wäre nochmal der normale Kohleabbau? 240, das ist ja sogar viel mehr als... Okay. Das ist ja viel mehr. Okay, jetzt muss ich aber auch lohnen, wenn man die Kosten bedenkt, ne, um allein das Ding zu bauen. Und das nächste, was wir machen, ist ein Gefängnis. Brauchen wir 10 Stahl für. Beschleunigen mal. So, es wird ein Gefängnis gebaut. Ganz im Ernst. Gefängnis kommt da hinten hin. Oder? Ich kann doch das Gefängnis hier hin machen, dann ist es wenigstens einigermaßen warm. Aber ich will halt nicht, dass das Gefängnis... Ja doch. Ich mach das Gefängnis hier hin. Dann erfrieren mir die Leute wenigstens nicht. Oh, was ist denn das hier? Ergreifen. Dieses Gefängnis befindet sich im Bau. Aber die bekommen keine Extraheizung. Das können die vergessen. Das kriegen die nicht. Die müssen mit dem hier leben, was ich da jetzt hingebaut habe. Nachts ist halt kalt. So. Unsere Stadt. Warum habe ich die jetzt zurückgeschickt? Keine Ahnung. Ich habe die zurückgeschickt. Kolonie der Vertriebenen. So wie es aussieht, habe ich jetzt hier einfach diesen Trupp übrig.
denn da los? Müssen wir jemand reinschicken? Das Lustige ist, ab einem gewissen Punkt ist es, glaube ich, günstiger, einfach so ein Teil hinzustellen, als jede Menge Einzelgebäude zu heizen. Hier ist auf jeden Fall Bock warm, wie ihr seht, im Gefängnis tagsüber. Oh, was ist da schon wieder los? Eine Danksagung. Jemand hat eine Nachricht in der Pflegestation hinterlassen. Dort steht, vielen Dank. Doch die ganze Arbeit fällt es vielen Familien schwer, sich um ihre Amputierten zu kümmern. Einrichtungen wie diese sind ein Segen für uns alle. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Die Hoffnung steigt gleich an. Yes! Halleluja. So. Fabrik. Wir können jetzt auch endlich eine Fabrik bauen. Diese Fabrik möchte ich hier haben. Warum kann ich die nicht so richtig ranmachen? Ist egal, das mache ich halt dahin. Dann können wir die Automate uns bauen und so. Das ist mir sehr wichtig gerade eben. Warum steht denn der hier so rum? Der ist hier aktiv. Tut aber nichts. Er steht hier rum. Man weiß nicht warum. Ich hoffe jetzt echt mal, dass ich die Hoffnung mal in absehbarer Zeit mal ein bisschen nach oben bekomme. Dafür muss ich aber... Ich müsste, glaube ich, noch mein Kinderheim bauen, ne? Um das hinzubekommen. Und hier ist ja auch gut geheizt. Hier könnte ich ein Kinderheim hinbauen. Doch das Ding ist ja gut geheizt. Ich baue hier gerade extrem viel. So, das Gefängnis ist fertig. Gefängnis gebaut. Die Hoffnung steigt. Das Gefängnis ist eröffnet. Du hast bewiesen, dass deine Versprechen von erhöhter Sicherheit und Ordnung nicht nur Schall und Rauch war. Sehr gut. Hoffnung steigt. Noch ist niemand Arbeiter. Ich würde gerade sagen, noch ist niemand, der hier einsitzt. Die Unzufriedenheit sind Gefängnisse werden Übeltäter fassen und sie ins Gefängnis stecken. Ich probier's mal. Mal gucken. Die bauen jetzt momentan das hier. Und dann bin ich mal gespannt, was ich hier machen kann. Ich habe keine Ahnung, was mir dieses Gebäude bringt. Ich habe es noch nie gebaut zuvor. We will see. Ist schon richtig krass hier, ne? Ist auch nur noch einer weniger. Wahrscheinlich sind es Londoner, die sich da teilweise anschließen. Und deswegen habe ich dann nicht mehr die volle Kapazität. Oder sie werden... Ja, oder? Also, weil sie halt auch ermordet werden, ne? So, 5 Ingenieure. Was ist das jetzt hier? Geschlossen zu dieser Tageszeit. Ja, gut. Automatone. Keine Produktionsaufträge. Ja, baut mal einen. Aus 100 Stahl und 100 Holz und 50 Kohle und ein Dampfkern produziert. Nein! Gerade eben nicht. Danke. Das ist gerade nicht notwendig. Ich mache das Gebäude kurz mal aus. Wir haben es jetzt immerhin gebaut. Dampfkohlemine erforscht. Ausgezeichnet. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine der wichtigsten Dinge überhaupt. Das Ding muss aufgewertet werden jetzt. Kann ich noch eins bauen? Nochmal eine Dampfkohlemine? Ne, man braucht 2 dafür. 2 Dampfkerne. Und wir können wieder was forschen. Die Frage ist bloß, was effizienteres Sammeln? Sammelstellen, Wärmedämmung? Dampfmauerbohren? Ne, brauche ich alles, glaube ich, gerade eben nicht so wirklich. Mechanisierung des Krankenhauses, was bringt denn das? Weniger Ingenieure werden benötigt. Okay. Heizung. Generatorreichweite wäre vielleicht noch ein Gag. Für 40 Stahl. Das fände ich schon nicht schlecht. Dann kann ich hier nochmal welche von diesen Dingern hier, glaube ich, abreißen. Und woanders hin versetzen. So, haben die inzwischen Gefangene? Was? Ey, das funktioniert ja super. Funktioniert ja richtig gut. Und die haben sogar noch Glück, ey. Guck mal, die sind sogar noch im Wärmekreis von dem Teil hier drin. So viel Luxus haben die gar nicht verdient, die Gefangene.
Ja, Mai ist halt so, ne? So, kann ich jetzt hier noch Dampfstahlwerk? Habe ich nämlich erstmal das Falsche gebaut, aber das Gute ist, dass das zweite natürlich halt günstiger ist, ne? So, die bauen das jetzt hier voll fertig. Und wir rasen jetzt mal durch die Nacht. Das ist jetzt upgegradet. Perfekto. Ah, da sehen wir quasi, wie viel die maximal da rausholen können. Also im Grunde ist das eigentlich super. So, jetzt kann ich mal gucken, wie viel wir jetzt verbrauchen. Jetzt haben wir es mehr oder weniger. Wir haben jetzt nur noch ein minimales Minus. Ein minimales Minus. Ein Minus, mit dem ich leben kann. Das ist lustig. Eigentlich ist es eher sowas wie ein Umerziehungscamp, ne? So ein bisschen. Freigabezeit? Gar keine, oder was? Was soll das heißen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir rushen jetzt mal durch die Nacht. Das hier bauen die gerade auch. Am nächsten Tag mehr Stahl. Oh, warte mal, die sind angekommen. Und ist dann dahin. Genau. Warum fehlen... Wahrscheinlich, weil das alles Londoner sind, ne? Die gehören alle zu dieser London-Vereinigung. Hat das jetzt hier Reichweite dahin? Nee, ich weiß es nicht. Nee, hat es gerade, glaube ich, so nicht. Na, die sind halt ja wirklich noch am Frieren, aber ich kann es gerade nicht ändern. Es wird demnächst wieder nochmal kälter. Wahrscheinlich geht es dann auf minus 60 oder minus 70. Ich befürchte, dass es nochmal richtig böse wird, bevor es besser wird. So ein bisschen. Der Tag fängt gleich wieder an. Aber das scheint auf jeden Fall zu klappen hier. Hey, immerhin sind es mal weniger geworden, ne? Muss ich sie nicht umbringen. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich sie, dass sie ewig oder extrem lange eingesperrt sind. Aber diese Angst hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. So, es ist gleich 8. Die Leute fangen an zu arbeiten. Come, lads. We must work harder. Und jetzt produzieren wir wieder richtig gut Kohle. Sogar ein bisschen mehr als sonst. Also ist immer wieder leicht im Plus. 56, 66, Kohlegenerator. Hier 25,4. Stahl machen wir jetzt 14. Müssen wir mal ganz kurz sagen. Wir haben gerade kaum noch Kranke. Das Krankenhaus zu bauen war eine gute Idee. Komm, jetzt habe ich 20 Stahl. Ich weiß gerade eben nicht, wie viel Stahl brauchte ich. Die Generatorreichweite waren es, glaube ich, 40, ne? Pff, ja. Was kostet das hier denn? 75 fucking Stahl. Generatorleistung 3. Rationalisierte Prothesen. Rationalisierte Auto... Ah, die kosten dann weniger. Verbessert die Eingliederung von Automaten in den Arbeitsplatz, was ihre Effizienz um 10% erhöht. Auf 70%. Oh, das ist aber auch cool. Rohstoffe, was ist das hier? Holzkohlemeiler. Ja, wenn man halt Holz übrig hat. Habe ich aber nicht. Hihi. Rohstoffdepot-Aufwertung. Wir machen jetzt mal die Rohstoffdepot-Aufwertung. Finde ich auch mal wichtig, dass wir noch mehr Rohstoffe lagern können. Ich könnte mal wirklich so eine weitere Truppe hier bauen, ne? Ich guck mal ganz kurz. Kann ich noch mehr von denen bauen? Ich brauche 10 Arbeiter. Habe ich nicht genug Arbeiter übrig? Ich müsste doch Arbeiter übrig haben. Guck ich mal. Dieses Gebäude kann keine weitere Expedition unterstützen. Ja, das habe ich befürchtet. Wie hieß dieses Gebäude nochmal? Außenpostendepot. Wo kommt... Ist das bei Technologie? Ordnung? Rohstoffdepot. Wo war denn dieses Außenpostendepot? Oder kann man nur ein einziges bauen?
Ich habe das Gefühl, man kann nur ein einziges Außenpostendepot bauen, ne? Rohstoffe Sammelstelle, Sägewerk, wurde. Wahrscheinlich geht es wirklich nur. Ach nee, da ist es. Och Mann. Nein, ich wollte nicht rausscrollen. Ich wollte nochmal so ein Außenpostendepot bauen, Leute. Ich kann nur noch ein weiteres bauen. Es geht maximal zwei. Warum kann ich da das irgendwie nicht eindrehen, sodass es... Ah, hier geht's. Okay. Okay, meine Freunde. Dann würde ich mal sagen, wir verbinden das jetzt hier nochmal ganz, ganz schnell. Lassen die Leute das hier bauen. Was ist denn da los? Ach, den habe ich ausgeschaltet. Das erklärt so ein bisschen, warum der Automaton da rumsteht und nichts tut. Das hatte ich völlig vergessen. Die Speer sind angekommen. Okay, Dreadnought-Anlegestelle. Das machen wir noch ganz kurz. Hier wurde ein großes Schiff demontiert. Nur die riesigen Kielplatten liegen noch unter dem Eis. Eisenbahnschienen führen nach Süden. Licht im Süden. Wir haben ein Stück einer Rumpfplatte gefunden, an einem Felsen geschraubt. Auf ihr ist etwas eingraviert. Im Jahre 1888 landete hier eine amerikanische Expedition mit ihrem Schiff, die USS Hephaestus, auf der Suche nach einem sicheren Hafen in der globalen Vereisung. Möge der Allmächtige den Seelen unserer Landsleute an Bord unseres Schwesternschiffes der USS Prometheus gnädig sein, die unterwegs verstarben. Entdeckte Orte, arktische Station und Eiskorridor. Dann bekomme ich noch mal ein paar Sachen. Halt, ich wollte natürlich jetzt hier meine Leute wohin schicken. Nummer 1. Und Nummer 2. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüssi und ade.